Have you ever wondered what the differences are between High Standard German and Swabian? Are you living in Swabia or planning to move there and want to be well prepared when it comes to everyday life? Then this video is for you. Swabian German is one of the best known dialects of the German language, and it's also one of the most complicated ones. It is the everyday dialect spoken in Swabia. This doesn't only mean the state of Baden-Württemberg in southern Germany, it actually goes all the way from the Lake Constance on the Swiss border over to the Swabian Alp, which is the low mountain range not far from the Black Forest, all the way to large cities such as Stuttgart. Swabia isn't just a geographical territory, but rather a linguistic region in the southwestern Germany. Natives also call it das Schwabenland or das Schwabenländle. Today, I'm not alone. I have an expert with me when it comes to Swabian. Maybe you recognize him from my last video. He is a German native speaker from the south of Germany, more specifically Stuttgart, and is going to walk us through some of the main differences between Swabian and High German. Herzlich willkommen, Robin. Vielen Dank, dass du wieder dabei bist. Hallo zusammen. We're also going to test my listening comprehension skills later in this video when it comes to Swabian. I'm a bit nervous but also excited, so if you're just as curious as I am, then please like this video and don't forget to subscribe so you don't miss any of my weekly lessons. In case we haven't met yet, ich heiße Salome and this channel Speak Fluent German is all about helping you build your confidence and conversation skills in German. I'm originally from Frankfurt, which is in the state of Hessen, and in Hessen we speak Hessian. If you want me to make another video about the differences between Hessian and Standard German as well, then let me know in the comments below. The lesson today is going to be a mix of German and English, but don't worry, we'll blend in subtitles below. So without further ado, let's get into the video. Los geht's! One of the signature sounds of Swabian is the softening of the S sound before plosives. Plosives are the kind of sounds usually associated with the letters P, T, K, B, D, G. So the S sound becomes a sh sound. For example, before a T, you'll hear du hast instead of du hast, oder du bist instead of du bist. Shortening of the prefix GE in the participle to G is a characteristic. Instead of gebracht, it's brocht. Hast mir etwas mitbracht. Or another example would be gemacht becomes gemacht. Was hast du am Wochenende gemacht? Also, we becomes me. One of the most noticeable changes in Swabian compared to Standard German is the use of mir as wir. Zum Beispiel, so jung kommen wir nicht mehr zusammen. Another characteristic of Swabian is the diminutives, with le at the end of a word. Like for example, das Ländle, das Häusle, das Mädle. LE is also added to expressions such as sodele instead of so and jetzele instead of jetzt. Thank you, Robin, for this detailed explanation. Next, we're going to go through some vocabularies that are different to Standard German. So you guys will see a picture and Robin is going to say the word in Swabian and I will try to guess what it's supposed to mean. Okay, ich habe dir ein paar Worte mitgebracht. Bist du bereit? Ich hoffe doch. I hope so. Okay, das erste Wort, das ich für dich habe, ist die Grombier. Die Grombier. Okay, das klingt schon mal wie eine Beere. So it sounds like the German word for berries. Die Beere, Grombeere. Maybe eine Brombeere, like a blackberry? Das Grombier ist die Kartoffel. Die Kartoffel, okay. So, das schwäbische Wort Grom steht für krumm. Also sprich, man redet von einer Krummbeere oder eben in dem Fall einer Krummrübe. Okay, die Rübe ist wie eine Karotte, also a carrot, die Rübe. Genau. So, okay, das hätte ich mir jetzt nicht herleiten können. Das nächste Wort, das ich für dich mitgebracht habe, ist Gselz. Das Gselz. Das klingt so wie das deutsche Wort das Salz. Also ist es vielleicht etwas mit Salz, die Salzstange vielleicht? Nee, es ist weit daneben in dem Fall. Das schwäbische Gselz ist in dem Fall die Marmelade. Oh Gott, da war ich ja ganz weit weg. Das ist ja sogar in der süßen Abteilung. Absolut. Okay, also die Marmelade ist the Marmalade und ich hatte gedacht, dass es Salt ist, das Gselz. So, das nächste Wort, das ich für dich habe, ist Brechtling.
Brechtling. Brechtling. Brechtling, das klingt wie ein Bratling vielleicht. Bratling, sowas in der Richtung wie eine Frikadelle vielleicht. Irgendwie so ein Fleischklops, den man anbrät. Ein Bratling, Brechtling. In dem Fall reden wir von Brechtling, wenn wir Erdbeeren meinen. Ach du meine Güte, das war ja wirklich komplett daneben. Okay, also die Erdbeere ist das Strawberry und ihr sagt dazu Brechtling. So, dann habe ich für dich ein weiteres Wort und zwar der Wegge. Der Wegge. Wegge. Wegge, 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 Wegge. Oh, da fällt mir gar kein hochdeutsches Wort ein, was so in die Richtung gehen würde. Vielleicht der Wecker, Wegge und Wecker, also the alarm clock. Ich sehe schon, ich bin wahrscheinlich wieder komplett daneben. Wenn du aus Wecker Bäcker machst, dann bist du nämlich in der Richtung. Und zwar sagen wir zum Wegge Brötchen. Das Brötchen ist ein Wegge. Genau. Ach du meine Güte, okay, da wäre ich auch niemals drauf gekommen. Und da seht ihr wieder wirklich, wie unterschiedlich Dialekte sein können. Also es ist im Endeffekt die gleiche Sprache, aber trotzdem gibt es Wörter, die einfach komplett anders klingen. Und genau. Die haben auch irgendwie so gar nichts miteinander zu tun. Wecke und das Brötchen, das ist ja komplett anders. Ja, wir haben da zum Beispiel Laugewegge, Wasserwegge, Aufbackwegge. Was ist ein Wasserwegge? Wasserwegge? Ein Wasserbrötchen. Genau. Also wir blenden da ein Bild mal hier ein, damit ihr das seht, was ein Wasserwecken ist, ein Wasserbrötchen. Ich bin noch nie zum Bäcker gegangen und habe ein Wasserwecken, also ein Wasserbrötchen bestellt. Okay, bist du bereit für das nächste Wort? Auf geht's. Und zwar haben wir hier Glotzbibbel. 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 Okay, ich kenne das Wort Glotzen. Die Glotze sagen wir auch umgangssprachlich zum Fernseher. Mhm. Glotzbibbel, ist es ein Fernseher? Ein bisschen nah dran, wir sind schon mal in der Richtung Sehen, ja. Also es ist kein Fernseher. Was könnte denn ein Böbbel sein? Ein Böbbel, ein Bommel. Ein Bommel ist so ein kleiner Ball, sowas in der Richtung. So, in dem Fall wäre es ja Eyeball, also die Augen. Die Augen, okay. Darauf wäre ich niemals gekommen, ein Glotzböbbel. Sagt ihr dann auch so Sprüche wie, mach mal die Glotzböbbel auf? Mach mal die Augen auf. Also wenn jemand etwas sucht und nicht findet, sagen wir im Hochdeutschen ganz oft, mach mal die Augen auf. Ja, absolut. Das kannst du sagen. Ja, und wie klingt das dann? Spar mal deine Glotzbibbel auf. Okay. Das nächste Wort, das ich für dich habe, ist gruscht. 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 Gruscht klingt auf jeden Fall nach einem sehr dunklen Wort, ein bisschen wie kruscheln. Irgendwie, wenn irgendwas im Gebüsch ist, ist es ein Geräusch. In dem Fall, wenn wir gruscht sagen, meinen wir einen Haufen Gerümpel. Sprich, bei gruscht meinen wir eigentlich wertloses Zeug. Okay. Ein Haufe gruscht. Ein großer Haufen Mist, so gesehen. Kann man dann zum Beispiel auch sagen, du musst mal deinen Gruscht wieder aufräumen. Absolut. Absolut. Wenn man zu viel hortet von dem ganzen gruscht, dann muss es Zeit, dass man sich dem ganzen gruscht entledigt. Okay, gut, gut zu wissen. Da wäre ich auch nicht drauf gekommen. Das ist ein interessantes Wort. Also Schwäbisch ist halt absolut nicht meins. Da muss ich definitiv noch üben. Okay, that was fun. I definitely feel warmed up now for the real challenge, for which Robin is going to tell me a story in Swabian and I'll summarize afterwards what I have understood. After the word exercise, I'm definitely even more nervous, so hit the thumbs up button if you haven't already to support me in this challenge. Ich habe dir eine kleine Geschichte mitgebracht. Bist du bereit? Ich bin mir da nicht so ganz sicher, aber ich werde mein Bestes geben. Alles klar, dann würde ich sagen, los geht's. Damals an Weihnachten sind wir zu meiner Großmutter zum Spachtel gegangen. Und die hat uns in Rosenkohl in Butter ordentlicht mit Schenker und dazu hat's ein Brotgeier mit Spätzle. Da sind wir zusammengeguckt und haben Bescherung gemacht, bei der ich als kleiner Bub von meiner Oma ein Schliede gekriegt habe. Und dann bin ich und steht da, der Buckel wie ein Wilder nachgesaut, bis ich über einen selber bastelten Buckel niedergekauft bin und mich saumäßig auf meinen Bobbes gesetzt hat und ihm mir noch der Ellenbogen angeschlagen hat. Dann bin ich da gesessen und habe blärt, bis meine Großmutter gekommen ist und mich daheim verarztet hat. Dann hat sie mir noch einen Häuserkaber gemacht, während ich auf dem Sofa in der Stube komme.
Ach du meine Güte. Okay, ich versuche jetzt mal zusammen zu basteln, was ich verstanden habe. Ich habe verstanden, es ging um Weihnachten und du warst bei deiner Großmutter. Genau, bei der Oma. Bei der Oma, genau, das habe ich soweit noch verstanden. Und es gab Bescherung. Richtig, es gab Bescherung und sie hat irgendwas gekocht. Irgendwas mit Rotkohl hat sie gekocht. Rosenkohl. Rosenkohl und Spätzle. Das ist. Und dann, dann wurde es ein bisschen unklar für mich. Also du hast als Kind irgendwie dann gespielt, bist nach draußen gegangen und dann hat dir deine Oma noch ein Kaba gemacht. Und Kaba kenne ich auch noch von meiner Oma. Das ist eine heiße Schokolade. Genau. Das ist, glaube ich, der Markenname, richtig? Von dem Pulver. Genau. Ja, von dem Kakaopulver. Ja, und was dazwischen passiert ist, keine Ahnung. Okay, ich löse da mal auf. Also sprich, ich war an Weihnachten bei meiner Oma und sie hat uns Rosenkohl und Braten gekocht. Okay. Und den Rosenkohl hat sie in Butter angedünstet. Ja. Mit Speck. Dann habe ich einen Schlitten bekommen als Geschenk zu Weihnachten. Und mit dem Schlitten bin ich über einen selbstgebastelten Hügel gefahren. Und dabei habe ich mich ein bisschen überschätzt, bin vom Schlitten gefallen und habe mir den Ellenbogen angeschlagen. Oh Gott, das habe ich überhaupt nicht aufgeschnappt mit dem Ellenbogen. Daraufhin kam meine Oma, hat mich natürlich verarztet in unserem Wohnzimmer und hat mir noch eine heiße Schokolade gemacht. Okay. Gut, also Schwäbisch muss ich definitiv noch ein bisschen üben. Das ist nicht meine Stärke. Ich brauche auch jedes Mal eine Zeit lang, wenn ich dort unten im Süden bin, um mich an den Dialekt zu gewöhnen. Und nach einer Zeit geht es dann und dann verstehe ich auch mehr. Aber wenn man das nicht täglich hört, dann kommt es noch nicht so natürlich. I had a blast today and I hope you too. And let me know in the comments below if you want me to introduce you to any other German dialects. Thank you, Robin, once again for joining today and I'll be back with more lessons for you next week. Das ist alles für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!